davon denke ich, wir haben so viele neue Speaker, das wird schwierig. Ich war ungehalten. Ich komme hier und denke, wir haben so viele neue Speaker, das wird schwierig, ungehalten. Das ist abnormal, was sie abgeben, was die Speaker hier haben. Deswegen gebt euch allen und den ganzen Speakern der Orga komplette Eindeckung und einen riesengroßen Applaus nochmal. Informationen, die ihr erst nach Jahren bekommt. Und ich habe diese Informationen nach 7 Jahren endlich verstanden und die möchte ich euch heute mitgeben. Und zwar das Konzept, das ihr verstehen müsst. Wir haben so viel Value, so viele Konzepte, so viele Nuggets, so viel Inspiration heute schon bekommen. Aber vieles muss zusammengefasst werden, damit wir eine einzige Sache verstanden haben. Jeder von euch ist heute hier und die meisten von euch vor allem, haben eine Sache gemeinsam. Und zwar haben wir alle die gleichen Ziele. Wir haben alle die gleichen Ziele. Wir haben alle gesagt, ihr habt es gecheckt. Jeder da draußen, der es verstanden hat, positioniert sich schon seit Jahren in Wi-Fi Money. Wo? Wi-Fi Money. Wo? Wi-Fi Money. In Wi-Fi Money, okay? Nummer 2, man muss Trends finden und diese Trends kapitalisieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist 7 Jahre, also vor 7 Jahren gestartet und fragt die ganze Crowd, fragt die Leute, die schon länger dabei sind. Als wir damals gestartet sind und Leute uns gesagt haben, wo wir ihn erklärt haben, guck mal, das ist Network Marketing, das ist die Company, das sind die Produkte, das machen wir, so funktioniert, haben die gesagt, funktioniert nicht. Heute ist es zwar immer noch so, aber eine Sache ist unglaublich krass geworden, und zwar Leute sind viel mehr offen. Leute wissen ganz genau, wenn sie heute 18 werden, scheiß auf die Schule, scheiß auf Abitur oder irgendwas, ich muss ein Online-Business finden. Hat schon jemand verstanden von euch? Hat jemand von euch Geschwister? Hat jemand von euch Geschwister, bei denen es aussieht, schon sagen so, ey, ich will das gar nicht machen. So, ich brauche ein Online-Business, okay? Also heißt, bevor die zu den Lehrern gehen oder zu ihren eigenen Eltern, gehen die auf YouTube und geben ein How to make money online. How to trade. Okay, also heißt es, wir sind in einem Trend und dieser Trend wird immer größer und größer und größer und deswegen ist es so unglaublich wichtig für euch zu verstehen, dass ihr euch vorpositioniert diesem Trend. Weil wisst ihr, was alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben? Wiederum? Nicht nur Brian McMullen, der bei $37 pro Ethereum eingekauft hat. Und zwar genau das. Und zwar diesen Early, diesen früh dran. Am besten da drin oder starten da rein, wo es noch so ein bisschen schwierig ist. Wo die Leute noch sagen, hey, will ich nicht. Wo keine Akzeptanz ist, bis die komplette Flut kommt. Und man nennt es auch im Business Sweet Spot. Und viele von euch denken sich, oh mein Gott, diese Crowns. Oh mein Gott, diese Leader. Oh mein Gott, die Leute, die so viel Geld verdienen. Wisst ihr, was sie alle wiederum gemeinsam haben? Und wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten im Erfolg. Ist, dass alle diese Leute sich richtig positioniert haben. Als alle gesagt haben, es geht nicht, mach's nicht, funktioniert nicht, haben die sich positioniert, haben die Schnauze gehalten und gearbeitet. Mein Lieblingssatz, halt die Schnauze und arbeite, okay? Und genau so ist es, weil jeder von euch hat hier gerade diese Position und diesen Sweet Spot, ihr müsst einfach nur leise sein und arbeiten, okay? Und das Dritte ist, und das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe, das muss jeder von euch verstehen, ist unser gemeinsamer Feind. Können wir auf 3 gemeinsamer Feind sagen? 1, 2, 3. Wir haben alle einen gemeinsamen Feind. Dieser gemeinsame Feind ist der, dass AI uns alle replacen wird. Wenn du einen Job hast oder eine Berufung hast aktuell, die nicht nach Charakter bezahlt wird, bist du weg über die nächsten 10 Jahre. Jetzt sitz mal und überleg mal, machst du etwas, wo dein Charakter bezahlt wird oder machst du etwas, wo du dafür bezahlt wirst, dass du eine Repetition drin hast? Wirst du bezahlt für deinen Charakter oder wirst du bezahlt für eine Ausführung? Und jetzt sag mir mal, was es bedeutet, Crown zu sein, Presidential zu sein, Diamond der Beste, für was werden diese Menschen bezahlt? Für ihren Charakter. Weil der Exe, Platt-Exe, Diamond Executed, Global Executed, Diamond Executed, all diese Ranks bis zum Platinum Ambassador für mich sind immer System-Ranks. Ist einfach nur die Wiederholung von dem, was jeder gemacht hat und du wirst Platinum Ambassador. Ab Platinum Ambassador musst du Leute einzeln schulen, weil es ein Charakter-Rank ist. Also heißt, in dem Moment in der Zukunft, wo alles wegrationalisiert wird durch AI, gibt es eine Sache, die AI niemals machen kann. Niemals. Und zwar menschlich sein, Communities aufbauen. Und deswegen seid ihr heute hier, weil ihr die eBay-Community seid. Und Community ist das Allerwichtigste. Deswegen nehmt diese Community, haltet sie fest, baut sie auf, stärkt sie, verteidigt sie, weil eBay und iGenius is the crown. With that being said, see you.